Hallihallo und herzlich willkommen bei Redlets Technikgerüde. So, während ich mir ganz fix eine eindrehe, das dauert ungefähr 15 Sekunden sowas, wenn ich meine sieben Sachen beisammen hätte, erkläre ich kurz, was wir heute machen. Und zwar, es ist still. Moment. So. Oh, es ist viel zu still, ich höre überhaupt nichts. Ah, jetzt. Moment. Ah, okay. Dann muss ich nochmal F7 drücken. Jetzt ist es ihm egal. Moment. Jetzt. Okay. Sonst habe ich wieder überall rote Kreuzchen, ja? Und so viele Schätze gibt es dann ja auch nicht. Okay, wir werden uns heute um diese Windmühlensteuerung kümmern. Damit wir diese unterschiedlichen Leitungslängen und damit die Leitungskapazitäten ausgleichen. Ja? Weil sonst läuft immer nur eine oder zwei und die anderen kommen nicht dran. Das ist ein bisschen doof. Also müssen wir da uns was einfallen lassen. Und das habe ich jetzt gemacht. Wie wir das sozusagen so regeln, dass alle, wenn Bedarf ist an Energie, alle so ein bisschen laufen. Nützt ja nichts, wenn eine, zwei laufen und die anderen, die gammeln einfach nur rum. Ja, das ist ja Schwachsinn. Und dazu werden wir natürlich einen Rechner benutzen, weil das in dem Fall das Einfachste ist. Das kostet gar nichts. Und wir müssen die Steuerung selber für LRAMs Maschinen, die müssen wir auch noch anpassen, weil sonst das Redstone-Signal auf die Energiezellen störend wirkt. Und da müssen wir mit Gates arbeiten, wo wir das so weiterleiten und dann erst ein Redstone-Signal sozusagen ausgeben. Aber das seht ihr jetzt gleich. So, einen Augenblick. Jetzt drehe ich mir noch meine Flupe fertig. Ich habe jetzt einfach Lust drauf. Ich halte es auch nicht zurück. Ja. Ich bin so groß geworden, über alles zu reden, nichts zu verbergen und auch nicht zu lügen. Ja. Und wenn ich was abgrundtief verabscheue, dann ist es Scheinheiligkeit und Heuchelei. Man ist, was man ist. So einfach ist das. Okay. Jetzt wird es auch noch dunkel. Super. Also, ihr habt nichts verpasst. Moment, so mein Mic ein bisschen hierher. Schnell Bubu gemacht und dann werden wir das ganz fix installieren, das Ding, den Rechner, den tun wir gleich in Echtzeit programmieren, da mache ich keine Faxen, auch wenn ich diese Konsole innerhalb von Computerkraft tierisch hasse, also ich mag sie überhaupt nicht. So, da habt ihr hier schon gesehen, ich habe ein bisschen was weggekloppt hier, was da vorher war, weil hier unten ja dieses Gate hier schon ein Signal drauf gibt. Das ist ein bisschen blöd. Dann können wir den ja nicht steuern. Hier habe ich das Output jetzt, sofern er was rauslassen darf, auf 50 Minecraft-Joule erhöht. Und hier gesagt, haben wir ein Redstone-Signal, dann darfst du was abgeben, sonst nicht. Das ist bei allen jetzt gleich. Was wir jetzt brauchen, ist hier... Na, Blödsinn. Erstmal so Struktur-Bytes, ja? Zwei Stück. Damit wir das Redstone-Signal sozusagen weiterleiten. Dann brauchen wir hier so zwei Gates. Ich nehme jetzt Oder. Und dann müssen wir hier so eine Bildkraft Red Pipe anschließen. Und jetzt müssen wir noch sagen, wenn hier was los ist, ne? Also ist hier, kannst du Energie, dann tut das Red Pipe-Signal hier durchschalten und kommt das dann hier oben an, dieses High Red Pipe-Signal. Dann gib ein Redstone-Signal raus. Ist dasselbe wie vorher, bloß dass wir hier unten nicht mehr das Redstone-Signal draufgeben. Das müssen wir jetzt bei allen machen. Halt. So. Dann hier diese Geschichte und natürlich zwei Leitungen. Das Ganze verbinden, sonst leitet der das ja nicht weiter. Da müssen wir hier sagen, kannst du Energie, Red Pipe-Signal ein... Halt. So, Redstone-Signal. Das machen wir jetzt dahin auch. Also, hier, zack, zack, dann die beiden Gatterchen, oder, ja, weil die das Red Pipe Signal steuern können, bin ich jetzt hier unten, wo bin ich jetzt, achso, also hier nochmal, kannst du Energie, Red Pipe Signal on, ist Red Pipe Signal on, Redstone Signal, gut, ich höre doch was, was ist das für komisches Geräusch, da fährt doch ein Zug, so, jetzt haben wir noch zwei, ne, so, ist ein bisschen träge. Ach Gottchen, da schlafen ja Füße ein. Das ist Wind. Ne? Toll.
So, dann müssen wir hier ebenfalls sagen, kannst du Energie, Red-Pipe-Signal on, Red-Pipe-Signal on, Redstone-Signal. Hier auch. Das ist das letzte jetzt, dann haben wir es schon geschafft. Ach, ist das wieder träge. Ist das träge. So. Dann machen wir das von hier dran, dass alles so ein bisschen einheitlich ist. Dann ja, Chak-Cha, Red-Pipe, Red-Pipe, zweimal Redstone-Signal. So. Jetzt ist es genau wie vorher, bloß ein bisschen teurer. Dann haben wir das mit dem Rechner steuern und keine Kabel ziehen. Wir machen das per Wireless. Müssen hier überall Wireless-Receiver her. Das ist das Sinnvollste. Die können wir jetzt hier hinstellen. Ich stelle sie dahin und dann fange ich hier an, sagen wir mal bei, ich glaube, 74 ist frei. Also 74... Das sind Receiver, was ich jetzt hingestellt habe, ne? 130, 1, 2, 3, 4, 5, so. Das machen wir jetzt bei allen. Einmal Reihe um. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 und 8 haben wir. So. 1, Quatsch. 130... Naja, ich könnte es auch so machen. Scheiße. So. 77, ne? 76 war das. Also 77. Mal gucken, das wird glaube ich 76. Ja. 77, das wäre demzufolge 78. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich hier den Rechner herstelle. Ach, scheiße, machen wir es einheitlich. Also 180, 78. So, dann haben wir das schon. Und jetzt. Ganz wichtig, jetzt kommen wir überall Transmitter rein. Da würde ich sagen, der Rechner kommt hier oben drauf, hier Transmitter her. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, dass das hier nicht weggespült wird. Und zwar sagen wir dann den Bursche, das ist der erste, 74. Jetzt kommt da ein Computer drauf, Platsch hast du nicht gesehen, und die restlichen Burschen hier außen rum. Das ist das Billigste. Oh, nicht so. Nein, nein, nein. Das ist völlig falsch. Mach nicht so einen Quatsch, Junge. Also, 74. Dann soll er umschalten. Hierher. Auf... Ja, ist im Endeffekt wurscht. Ja, er soll die einfach nur... Jeder soll gleich lang on sein. Also, hier 75. 1, 2, 3, 4, 5. Dann... Naja, dann mach's so. Dann hier das 76... Halt, 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 halt. 1, 2, 3. 76. Dann ist das 77. Halt. Halt. 77. Und hier sagen wir 78. Vielleicht können wir ja doch hier eine Strippe ziehen. Ist aber völlig egal, ja. 100, 80 und 78. Ja, dann liegen die sich so ein bisschen gegenüber. Vielleicht machen wir das. Mal sehen. Aber da muss ich ja wieder mit Panels arbeiten. Lass und Kasperle die Ader. Da mache ich das lieber so und muss nicht denken. Gut, dann haben wir das schon soweit. Steuerungstechnisch. Dann müssen wir den Rechner programmieren. Ach du dickes Ei. Und dann noch mit dieser ekelhaften Konsole. Das kann ich ja leiden. Weil ich jetzt um mein Mikro auch ringsrum greifen muss. Ich habe da nichts dazu. Ich habe kein Geld für sowas. Um das aufzuhängen von oben wäre natürlich perfekt. Also. Jetzt sagen wir Edit Startup. Startup. Habe ich jetzt wirklich Startup geschrieben? Oder hieß das Star U? Moment. Save. Startup stand da, ne? Ja. Okay, also. Jetzt, damit wir das sehr einfach durchlaufen können, auch hier meine Fluppe ist schon wieder aus. Man muss es ja nicht unnötig schwer machen. Das heißt, man muss nicht im Kreis programmieren und alles fünfmal schreiben. Ja, man macht das eigentlich so, dass es sehr geringer, dass man sehr einen geringen Aufwand hat. Und dazu nehmen wir halt eine Tabelle. Die nennen wir out. Da kommen jetzt sozusagen alle Elemente oder sagen wir alle Seiten rein, die wir ansteuern wollen. Dazu brauchen wir, jetzt muss ich das selber gucken,
Moment mal, jetzt brauche ich eine geschweifte Klammer. Dann bin ich doof oder was? Anscheinend schon. Ah, wie ich diese Konsole verabscheue. Ich glaube schon, dass es die war. Nee, irgendwie klappt es nicht. Das habe ich das letzte Mal auch schon gehabt. Das funktioniert, ja. Aber geschweifte Klammer ist wieder so ein Quatsch. Das ist doch ganz easy normalerweise. Moment. Also hier 7. Da, sehr schön. Ich glaube, es war Alt-GR, ne? Alt-GR, dachte ich. Jetzt. Ah, das ist komischerweise, wie gesagt, in der Konsole ist es eine ekelhafte Sache. Okay, dann fangen wir an. Zum Beispiel unten. Ja, in dem Fall. Nee, unten fangen wir an bei 74. Das wäre Bottom. Also Bottom, dann haben wir ein Element. Dann haben wir gesagt 75, das wäre in dem Fall Left. So, Komma. Dann haben wir wieder ein Element, das ist Top. Jetzt muss ich mal schauen. Nein, das ist Back. Back, Komma. Dann, halt zwei Kommas nicht. So, dann... Moment, Bottom, Left, Back. Back ist, müssen wir mal schauen, das ist ein bisschen blöde. Back ist 76, Top, Top, ist richtig, Top. Also die Reihenfolge, wie das dann durchschaltet, kann man zur Not über das Array einfach ändern. Da muss man im Programm nichts ändern. Man muss bloß die Reihenfolge oben in dieser Tabelle ändern. So, und dann haben wir noch Right, ne? Da müssten wir alle 5 Elemente haben. Und den Mist müssen wir natürlich wieder abschließen. Das heißt, hier mit der eckigen Klammer arbeiten. Mann, bist du blöd. Wo jetzt? Nein! So. 1, 2, 3, 4, 5. So muss das aussehen. Und jetzt sagen wir, wie lange so ein einzelnes Element immer an sein soll. Das definieren wir uns auch gleich hier oben. Und zwar nennen wir das einfach onT für onTime. onTime sagen wir 10 Sekunden. Und dann braucht man vielleicht noch so eine kleine Pause, um dazwischen so eine, vielleicht, ja, das ist nicht unbedingt notwendig, man braucht es eigentlich nicht, man kann darauf verzichten, ich nehme sie trotzdem mit rein, dann habe ich später keine Arbeit. Und da sage ich 50 Millisekunden, ja, so, was wir jetzt machen, jetzt stellen wir sicher, dass alle Sender zu Beginn auch aus sind. Es kann ja sein, dass der mal irgendwo stehen bleibt, wir das Spiel verlassen. Er müsste eigentlich trotzdem nicht mit High-Signal initialisieren. Ich mache es trotzdem, damit ich es auch nie verlerne. Ja? Also Variablen eindeutig definieren. Hier sagen wir jetzt einfach, for i ist gleich 1. Und jetzt ist was Wichtiges, nämlich hier dieses Schweinegatter. Damit lässt sich die Länge dieses Arrays bestimmen. Also nicht die Länge, sondern die Anzahl der Indizes innerhalb dieses Arrays. Auf Deutsch die Elemente. Die Elementanzahl in diesem Array. In dem Fall 5. Ja. Jetzt müssen wir dem noch sagen, wie das Array heißt, damit er das messen kann. Mit diesem Schweinegatter kann man auch die Länge einer Zeichenkette messen. Also nehmen wir mal an, wir würden sagen, irgendeine Variable Text ist gleich Bottom in dem Fall als Text. Dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben. Wenn ich jetzt die Länge wissen will davon, dann kann ich einfach dieses Schweinegatter nehmen und sage, wie lang ist diese Zeichenkette? Also in dem Fall, wie lang ist Text? Und dann sagt er 6. Ja. Mehr macht dieses Schweinegatter nicht. Eine kurze Schreibweise für die eigentliche Funktion strlen, die dahinter steht. Für Stringlänge, ja. So, jetzt zählen wir bis 1. Quatsch, in einer Schritten. Also von 1 bis zu der Anzahl dieser Elemente in einer Schritten. Soll das alles jetzt gemacht werden, was wir jetzt machen. End. Wie gesagt, ihr könnt auf das verzichten. Ich mache es trotzdem, weil das nur einmalig beim Programmstart ausgeführt wird. Und es ist, man macht es in der Regel so. Dann müssen wir Set Output schreiben. Wo bin ich jetzt? Achso. Set Output. Und jetzt müssen wir sagen, was soll durchgesteuert werden. Und zwar das, was in diesem Array steht, ja, also ein Ausgang anhand eines Indexes innerhalb dieses Arrays. Der Index kommt aus der Vorschleife, nämlich i.
Und da müssen wir jetzt sagen... Na komm schon. Scheiße, wie ich das hasse. Jetzt. Ein bisschen träge. So, also I hier rein. Dann müssen wir das wieder abschließen. So. I. Und das möchten wir auf False setzen. Nicht Fasel, sondern False. False. So. Und natürlich die Klammer wieder schließen. Sonst haut das nicht hin. Jetzt kontrolliere ich das nochmal nach, dass ich keine Scheiße geschrieben habe. Erst Output, Output Bottom in dem Fall, beim ersten Schleifendurchlauf, weil gemäß Index der Indice beim ersten Schleifendurchlauf 1 ist. Gut, dann haben wir das geschafft. Und damit hat man alle Elemente erwischt. Und jetzt müssen wir lediglich sagen, was passieren soll. Da schreiben wir schlampig, weil Trudu in dem Fall, weil der hier nicht rausfallen soll. Ja, das Programm kann sich halt... Ich schließe das hier gleich ab. In dem Fall ist Waldrodu völlig in Ordnung. Obwohl man das eigentlich nicht macht, aber egal. So, jetzt. Moment. Sonst rücke ich das zu stark ein. Einmal reicht. Jetzt schreiben wir im Prinzip diese ganze Schleife nochmal. Ja. Also, vor I gleich 1 für die Länge dieses Arrays. In einer Schritten soll folgendes gemacht werden. End. Immer gleich unten hinsetzen, dann vergesst das nicht und müsst später nicht suchen, wo euer End vergessen habt. Was ist jetzt passiert? Deswegen mag ich diese Konsole nicht, weil die träge ist mittlerweile, weil ich so viele Computer habe. Da habe ich ein, zwei Sekunden Verzögerung, kann ich nicht gut schreiben. So, und jetzt schreiben wir hier weiter. Und zwar als erstes müssen wir wieder die Ausgänge ansteuern. Also einzeln auf High setzen, ne? Dann brauchen wir hier halt... Scheiße. Ja, Saves von mir aus. Dann ist hier zurück. Und zwar wieder gemäß das, was in der Tabelle drin steht, gemäß Index. Na? Komm. Jetzt. Gemäß Index, Klammer zu. Hat er geschafft, halt, das ist eins zu viel. Komma, und das muss true sein. So. Runde Klammer wieder außenrum, damit das auch funktioniert. Jetzt machen wir ein kleines Nickerchen. Und zwar für die Zeit, die so ein einzelner Ausgang durchgesteuert sein soll. In dem Fall on T. Das, was oben der Variable on T steht. Bei der Variable in Initialisierung und Deklaration. Ganz oben, da steht das. Dann müssen wir sagen, danach soll es wieder ausgehen, ganz wichtig. Also wieder Output. Output. Ist das richtig geschrieben? Muss ich mal gucken da. Okay. Dann wieder hier gemäß diesem Inhalt des Arrays. Anhand des Indexes. Des Indizes. So. Im Endeffekt ist wurscht, ja. Die Aussprache ist sowas von egal. Das Ergebnis ist dasselbe. So sieht's aus. So. Und dann werde ich hier trotzdem dieses Pause mit rein programmieren. Vielleicht kann ich die nämlich brauchen. Für später. Und die setze ich jetzt für den Anfang ganz klein. Und zwar auf T. In dem Fall 50 Millisekunden. Lässt sich weglassen, wie gesagt, ja. Gut, dann haben wir das hier schon geschafft. Denke ich. Jetzt kontrolliere ich das nochmal. Und T, bababa, du, du, du. So, und dann bauen wir hier in diese Schleife. Was kann ja sein, wenn wir in Pause, in Pausenbildschirm gehen, dass das sich da festfrisst. Also ich tue meistens diese Weißschleife hier, diese äußere umhüllende Weißschleife, nochmal absichern mit einem Sleep. Weil das, wie gesagt, Computerkraften ist in der Hinsicht ein bisschen blöd. Und da können wir das nur mal hart kodieren, und zwar 0,050 Millisekunden. So. Also wenn der dann fünfmal durch diese Vorschleife durch ist, springt er sozusagen zurück, fängt bei dem Waldrodu an, das ist immer wahr, und haut dann sozusagen äußerlich immer diese 50 Millisekunden rein. Das tut nicht weh, 50 Millisekunden ist irre klein. Ja, spart aber Rechenzeit, Rechenleistung. So, da haben wir den Quatsch schon.
am besten alles nochmal kontrollieren, wenn man sowas schreibt, und einen Schreibtischtest machen, also auf dem Blatt Papier die Ergebnisse alle mitschreiben, was passiert so im einzelnen Schritt, die Schleifenbedingungen mitschreiben, das nennt sich Schreibtischtest. Da sieht man sehr viele Fehler. Also nicht einfach wild drauf loskodieren und dann sagen, warum geht's nicht. Ja? Schreibtischtest ist, funktioniert der Schreibtischtest, macht man den gewissenhaft, dann funktioniert das Programm, Punkt. Es sei denn, man hat also die logischen Fehler erkennt man dadurch, die man eingebaut hat. Und syntaktische Fehler passieren, die können mir ja auch passieren. Also, das, gut, dann sind wir richtig, dann safe wir das mal. Bottom left, back, top right, so soll das durchsteuern, ist egal. Mach einfach. Gesaved haben wir es. Startup, wenn ich jetzt Blitzing geschrieben habe, meckert er. Ja, wo habe ich das vergessen? Expedit to the close. VS 38, okay. Edit. Startup, wieder irgendwas vergessen. Ich glaube, das Do habe ich irgendwo vergessen. Y2 to 15. Hier irgendwas. Ach, hier, die Klammer fehlt. So. Ja, also, das sind jetzt so syntaktische Fehler. Die haben nichts mit dem logischen Fehler zu tun, also in der Programmablaufsteuerung und sowas. Sondern das sind einfach Fehler, wenn man blöd ist und den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das passieren, das ist eine menschliche Sache. So, Exit. Startup. Oh, und dann läuft der Kiki. Noch ein bisschen aufräumen. Hoffe ich doch, dass er läuft. Also er müsste jetzt der Reihe nach zuerst hier das hier jetzt, da. Jetzt macht er hier weiter auf der linken Seite, so wie wir es oben in dem Array stehen haben. Also die Reihenfolge lässt sich hier sehr einfach dadurch ändern, dass man die Seiten, also Left, Bottom, Top und so weiter, unterschiedlich anordnet, ne? Oder anders. Ohne dass man im Programm was umschreiben muss. So, jetzt ist der hier oben dran mit einer kleinen Pause, habt ihr gesehen, 50 Millisekunden. Dann müsste Left als letztes kommen. Ja, ganz genau. Sehr schön. Sehr schön. Das funktioniert jetzt gut. Da müssen wir. Jetzt ist er wieder unten. 74, also hier fängt er an, ne? Der ist jetzt high. Der darf auch was abgeben, weil wir gesagt haben, enable high. Die Steuerung der einzelnen Mühlen funktioniert auch. Wir schmeißen gleich was in den Ofen, dann sehen wir das. Ja, ist ja gut. Und vorher haben wir das ja so gehabt, dass wir pro Mühle maximal 10 Minecraft-Joule aus dieser Coil hier, aus dieser Energiezelle rausgezogen haben. Jetzt habe ich das auf 50 erhöht. Ist im Prinzip dasselbe, nur dass jede Mühle mal drankommt. Ne? So. Und während das Programm jetzt gurkt, oh, hier hat Redlet dieses lustige Eisen gemacht. Aus Faktorisation, glaube ich. Ja, ja, Block of Dark Iron, die kann man dann hier rein tun und dann kriegt man hier dieses Dark Iron. Ne? Das mache ich jetzt gleich mal. So, die wollte ich einfach mal machen, weil ich Lust hatte. Jetzt haben wir wahrscheinlich kein Kupfer mehr. Hier in irgendeiner Kiste drin. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir könnten, ich habe hier irgendwo einen Miner stehen, dann nehmen wir jetzt einfach was raus, schmeißen das in unsere Mühlen rein. Also hier, 64 nehme ich mal mit. Dann haben wir das noch. Oh, die Akku, 7 Diamanten hat er gefunden. Ja, leck mich doch am Beutel. Das ist ja Wahnsinn. Da kriege ich ja einen Jucken in der Hose. Bei 7 Diamanten kriege ich echt Jucken in der Hose. Kohle haben wir auch. Dann nehme ich ja mal raus, das Zeug. So, das schmeißen wir alles zu Hause rein. Warum bist du eigentlich fertig? Weil du fertig bist. Gut, das Eisen nehme ich auch mal hier mit. Und die Kohle nehme ich natürlich auch mit. Und der Rest ist erstmal schnurzpiepegal. Hier so ein bisschen Kupfer, das können wir auch unten reinknallen. Mache ich jetzt mal. Weil so ein bisschen testen müssen wir sie auch. So. Also, dann schmeiße ich diese 26 hier mal rein. Und, halt. Und das Kupfer muss hier rein. Das ist Iron. Ne, das kommt da nicht rein.
Hier können wir die Diamanten und so weiter abgeben, weil das ja automatisch abgeholt wird. Also Diamanten, Eisen, Redstone auch. Und Kohle, ich glaube Kohle ist hier in diesem. So, stimmt doch, oder? Aber das wird ja abgeholt, das muss ich ja nicht rumschleppen. So, und jetzt sehen wir. Also die ist schon gelaufen. Oder sie ist momentan high, dann läuft die natürlich, ist klar. Jetzt müsste die nächste Mühle irgendwo angesteuert werden. Da hinten, da läuft sie jetzt an. Cool. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Energie hier verbraucht wird und wie lang diese Leitungen sind. Das heißt, wie gesättigt sie sind. Aber prinzipiell haben wir das Problem erkannt und gebannt. Jetzt läuft die hinten an, ne? Also kommt jede mal so ein bisschen dran. Das nennt sich Lastverteilung, sowas. So, die kam nicht mehr dazu, weil er in dem Augenblick nichts gebraucht hat. Ein bisschen lädt sie trotzdem nach. Und die ist ein bisschen unglücklich hier, weil ja erst die Leitungen hier ringsrum ausgeräumt werden. Da ist ja was drin. Und da die so kurz ist, ja, kommt die nicht so schnell dran. Wenn wir aber hier mehr Energie rausnehmen würden, läuft das sehr wohl an. Aber wir haben das Problem schon gebannt, ne? Jetzt kommen die hinten wieder so ein bisschen. Wind muss natürlich gehen, sonst läuft das nicht. Klarer Fall. Jetzt habe ich meine Zigarette überhaupt nicht geraucht. Also die liegt immer noch da. Zwar mehrfach angezündet, aber die geht halt aus. Sehr schön. Wir haben das Problem gelöst. Toll, nicht? Ich finde es toll. Sehr schön. Tolle Wurst. So, jetzt läuft das ein bisschen an. Schade, dass kein Wind geht. Da sehen wir das nicht. Doch, jetzt kommt wieder welcher. Wie es aussieht, so ein bisschen. Ja, da steckst du nicht drin. Also das mit dem Wind. Das ist so eine Sache. So, was kommt hier jetzt? Ach so, der Wagen ist gekommen. Hat das jetzt hier reingeschmissen, das Zeug. Klarer Fall. Du hast mir auch recht. Ja, tut mir leid, jetzt haben wir keinen Wind. Aber wir sehen, anhand auch dieser Lade, dieser Level hier in den Batterien, dass zumindest nachgeladen werden kann von oben, ne? Ganz genau. Coole Sache da. Sehr schön. Also ich finde es jetzt toll. Jetzt haben wir das wunderschön ausbalanciert. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Energie rausnehmen würden, ne, dann würde der nicht bei einer rumkaspern, bis die leer ist, dann die nächste oder so ein Quatsch, sondern ja, die laufen sozusagen, sie haben alle die Chance, parallel so ein bisschen zu laufen. Sehr schön. Cool. Gut, das war's von meiner Seite. Nächste Folge geht's weiter mit irgendwas. Den Kram hier bringe ich noch nach Hause, aber ohne euch. Und dann schauen wir mal weiter. Schönes Wochenende. Tschüss.